geschrieben, tot. Ja, wow. So, bei mir ist alles supi. Kranker Scheiß, wer war das? Pancake, oh, liegt bei zwei. Der Navigation. Ich war gerade am hier, dass dieses Raumschiff den Fahrt entlang machen und hab den Task beendet, dreh mich um, auf einmal ist Pancake. Aber verdächtig, Jumi. Ich war gerade am Admin-Tisch, es waren wirklich drei Leute in Navigation. Hui. Hui. Oh. Nö. Nee. Okay. Lässt sich jetzt nicht mehr verarschen. Gut. Dann halt nicht. Ah, Höhle. Mami. Bleib weg von mir. Ah, den einen hat es sogar noch nicht gehabt, ne? LOL, das geht? Ja, genau, LAN-Party. Als ob. Ja, Karaoke-Abend. Nee, dein Papa darf sehr gerne mitmachen, ne? Boah, Karaoke, ja, der freut sich tierisch. Ich schlepp nicht mal ein PC mit mir rum, da. Ja, ich hab einen Gaming-Laptop. Als ob das geht! Als ob das funktioniert! Guck mal hier links neben der Tastatur. Ne Bossette. Oh, alter Dieb, ey. Drei Handys, zwei Lappies. Ich höre diese Polen in Gaming-Streams, ne? Unglaublich. Hallo, Pirat. Ja, naja, gut, das ist naheliegend. Nicht die Seuche. Die Dings. Holy fuckeroni! Willst du Screenshot machen? Müssen wir direkt rennen, Levos? Oh. Huntet jetzt? Ja. Okay, mich hat's erwischt. Wo warst du denn? In der Küche, ich hab kein Versteck gefunden, so schnell. Wo läufst du denn? Ich hol mir jetzt den Schlüssel. Weißt du, wo meiner ist? Den hattest du gar nicht mitgenommen? Nee, weil ich dachte, Schlüssel sind unnötig. Lol. Wenn du jetzt wie lucky mit dem bist Schlüssel, du denn? Dann... Ja. Alter, wenn das jetzt klappt, GG. Ja. Bye, ihr bekriegt ein. Panda Kitty. Okay, ich wollte nur gucken, ob der Pelikan wirklich draußen ist. Scheint so, weil es ist keiner mehr gestorben, oder? Nee, ist keiner mehr gestorben. Ich weiß, wer Killer ist. Ich weiß, wer Killer ist. Wer dann denn? Sag es. Eine werte Panda Kitty ist gerade im Labor unsichtbar geworden. Hä? Nee. Doch. Ich hab mich im Schrank versteckt als Schnüffler. Ich bin den gefallen.
Nee, das ist der Demo, oder? Lol! Jetzt. Hat er gemerkt, hat keinen Sinn so. Oh, oh, das war dein Mori oder was? Ja. Lol. Oh, holy shit. Hier. Der Beyblade-Killer. Es ist der Beyblade-Killer. Während ich angeschossen werde. Also bist du tot, ja? Ja, ich bin jetzt tot. Wird mir ganz süß geschrieben, tot. Ja, wow. So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier heute zu diesem kleinen, ich sag mal, Special Stream in dem Sinne. Ja, heute fangen wir an mit dem ersten Spiel, was sich die liebe Yumi als Belohnung gewünscht hat, dafür, dass sie 9 Stunden im Quiz on Board sich erspielt hat. Und zwar nennt sich dieses Spiel Wizard 101. Es ist, wie soll man das am besten beschreiben? Es ist ein Spiel, wo man im Grunde ein Zaubererlehrling wird, in dem Sinne, ne? Und ist halt so ein bisschen auch so eine Art Deckbuilding MMO. Und ich muss ganz ehrlich zugestehen, ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Mal gucken, dass Sound. Weil tatsächlich vor zig Jahren, also wirklich vor zig Jahren, habe ich das Spiel schon mal gespielt. Allerdings war es damals, glaube ich, noch ein reines Browser-Game und nicht jetzt ein richtiges releasedes Spiel, sage ich jetzt mal. Deswegen, ich bin gespannt, wie sich das alles jetzt, ich sag mal, entwickelt hat und so. Und damit natürlich dahingehend auch nicht heißt hier, ey, heißt geil, hat insgesamt aber keine 9 Stunden gestreamt. Es läuft so ab, die 9 Stunden, die sie, die liebe Yumi sich erspielt hat, sind auf 4 Games aufgeteilt. Das heißt, heute 1-2 Stunden, dann morgen 1-2 Stunden, Mittwoch 1-2 Stunden, Donnerstag 1-2 Stunden. So, ne? Also, es würden 9 Stunden insgesamt auf 4 Spiele verteilt. Und ja, damit es natürlich auch gezählt wird, habe ich oben rechts in der Ecke, ihr seht, ganz oben rechts in der Ecke ist so ein kleines Fenster. Da starte ich jetzt einfach mal den 9 Stunden Timer und wir legen direkt dann los. Müsst ihr gleich aufploppen. Yep, da ist er schon. So. Schulleiter Ambrose. Aha, der Zauber wirkt. Look, Gamma. Finally we have found one. Sieh nur, Gamma. Wir haben endlich jemanden gefunden. Oh,
Oho. A young wizard. A student with amazing potential. Enough, perhaps, to save Wizard City. Ein junger Zauberer. Ein Schüler mit großem Potenzial. Vielleicht sogar genug, um Wizard City zu retten. Oh, really? Tatsächlich. Where? Wo? Oh, a very, very distant realm. Oh, my goodness. On a world that does not even believe in magic. In einer weit, weit entfernten Welt. Oh je, dort glauben sie nicht einmal an Magie. I wonder what manner of wizard they might become. Da fragt man sich, was für ein Zauberer daraus werden soll. Perhaps we should consult the Book of Secrets. Vielleicht sollten wir das Buch der Geheimnisse zu Rate ziehen. Headmaster Ambrose turns to regard you intently. Schulleiter Ambrose dreht sich zu dir um, um dich ausgiebig zu mustern. Answer these questions to find out what type of wizard you are. Beantworte diese Fragen, um herauszufinden, aus welchem Zaubererholz du geschnitzt bist. Okay, deine Zeit verbringst du gerne, alleine oder mit Freunden? Grundsätzlich, beides. Also, ne, mit Freunden, klar, ich zock gerne mit anderen zusammen zum Beispiel, aber hauptsächlich bin ich leider alleine, verbringe ich meine Zeit, weil ich viele, viele Leute zwar kenne und viele Freunde habe und so, aber in dem Sinne, die alle ihr eigenes Ding zimmern. So, welches Ereignis ist das gewaltigste? Erdbeben, Sandsturm, Schneesturm, Pest, Hurricane, Tornado, Vulkanausbruch. Das ist gemein. Weil in dem Sinne, ne, ein Vulkanausbruch kann eine ganze Insel kaputt machen. Tornado kann einen ganzen Staat durchwüsten. Genauso wie ein Hurricane in dem Sinne sehr viel kaputt machen kann. Die Pest? Oh, die Pest war ja eigentlich damals, ne, so ganze Länder, die hat sie ja im Griff gehabt. Also Schneesturm, ganz ehrlich, ne? Sandsturm oder ein Erdbeben? Ganz ehrlich, Frage. Komm, Pest. Einfach, weil wir gönnen die Pest. Die Pest war nun mal extremst damals. Am meisten Spaß macht dir, mit deinen Tieren zu spielen. Du kannst dich einfach nicht entscheiden. Dich mit anderen zu messen, etwas Neues zu lernen, zu lesen und zu spielen. Zelten und Angeln. Also ich bin ganz ehrlich, Tiere habe ich selber nicht. Aus einem einfachen Grund, Zeit und Platzmangel. So. Mit anderen messen. Nicht wirklich. Neues lernen. Jein. Lesen. Nee. Spielen. Ja. Bocken halt, ne? Zelten, Angeln nicht. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. So. Welche Jahreszeit magst du am liebsten? Ich muss ganz ehrlich sagen, der Frühling. Aus einem einfachen Grund. Der Winter ist mir immer zu kalt. Der Sommer ist mir immer zu heiß. Der Herbst ist mir immer zu stürmisch und, also so regnerisch, stürmisch. So ein richtiges Herbstwetter. Also, ich bin Frühlingsmensch, bin ich ganz ehrlich. So, eine besonders gute Geschichte hat einen tollen Charakter, hat tolle Charaktere oder eine tolle Hauptfigur. Tolle Charaktere. Was ist dein Lieblingstier? Fledermaus, Eisbär, Drache, Schlange, Einhorn, Hai, Krebs. Muss ganz ehrlich sagen. Also von dem, was hier steht, nehmen wir den Hai.
So, was ist dein Lieblingsedelstein? Amethyst, Zitrin, Jade. Ah, Onyx gefällt mir, ne? So, du hast folgende Schule gewählt. Tod. Todeszauberer sind einsam, besessen, mutig und intelligent. Berühmte Nekromanten waren Dracula, Dr. Frankenstein und Ophelia. Todeszauberer können Gegner schwächen und sich auf diese Weise selbst heilen. Oh, but now that we know, ne? What you are, what do you look like? Da wir jetzt wissen, was du bist, würden wir auch gerne wissen, wie du aussiehst. Auf jeden Fall erstmal eine Lunge. Komm. Ne, abgesehen vom Pferdeschwanz, ne, ist ja schon mal, ne, individuell. Sag mal her, ja. Farben. Ja, rein theoretisch bin ich ja blond eher, ne? Nicht braunhaarig, sondern eher so blond. Augenfarbe weiß ich. Habe ich auch so ein. Ja, Dings. Braunborn ist natürlich auch. Das Blonde. So ein fettes Grinsen so. Brauchen wir nicht. Wow. Ja, die Brille ist klar. Weil die auch stylisch aussieht. So, und da wir ja natürlich dementsprechend Todesmagier sind, muss natürlich passend dazu schwarz. Ja, passt doch. Remember, if you ever wish to alter your appearance in the future, simply pay a visit to the Magic Mirror Shop in the Shopping District. Ein kurzer Tipp, wenn du dein Aussehen später ändern möchtest, kannst du das jederzeit tun, indem du magische Spiegel im Kaufmannsviertel einen Besuch abstattest. Alright then. What is your name? Fantastisch. Wie heißt du? Ich gehe mal davon aus, dass sie einen Livos nicht haben. Nee, war ja klar. Mal gucken, ob sie meinen richtigen... Ja, guck mal, meinen richtigen Namen haben sie. Ne, Pascal. Und da wir ja dementsprechend... Ne? Man muss sich leider hier... solche Sachen auswählen, deswegen... Todeslicht. Pascal Todeslicht. Hört sich doch geil an. So. Und damit bestehen wir. Hello. If it isn't our newest student. Oh, hallo. Wenn das nicht. Wenn das mal nicht ist. My name is Merle Ambrose. I am the headmaster of the Ravenwood School of Magical Arts. Mein Name ist Merle Ambrose. Ich bin Schulleiter der Schule der magischen Künste in Rabenheim. We're expecting great things from you, but first things first. Wir erwarten große Dinge von dir, aber eins nach dem anderen. To move around, use the arrow keys on your keyboard. Try it. Bewege dich, ja, okay. My owl friend would like to speak with you. Mein Eulenfreund möchte gerne mit dir reden. Hier, Gamma, rüber und folge seinen Anweisungen. Okay, X Hello. Sprechen. My name is Gamma the Owl and I am quite pleased to meet you. Hallo. Mein Name ist Gamma, die Eule. Und ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Wizards test their skills by summoning fantastic creatures and dueling. Zauberer stellen ihre Fähigkeiten
auf die Probe, indem sie fabelhafte Kreaturen beschwören und sich in Kämpfen messen. To become a master wizard, you must learn every spell in your class. Damit du ein Meisterzauberer werden kannst, musst du jeden Zauber deiner Klasse lernen. Wizards love to duel. The more spells you learn, the better a duelist you'll become. Zauberer kämpfen für ihr Leben gerne. Je mehr Zauber du lernst, desto besser wirst du in deinen Kämpfen überhaupt können. Dich in Kämpfen behaupten können. Okay. Come along, young wizard. Let's investigate the matter. Meet me in the tower. Äußerst merkwürdig. Komm mit, junger Zauberer. Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Wir treffen uns im Turm. You'd best follow the headmaster. You're safe with him. Du folgst am besten dem Schulleiter. Bei ihm bist du sicher. To the tower. Auf zum Turm. Who's there? Malister. Wer ist da? Malister. Ambrose. You are no longer welcome here. Why have you returned? Du bist hier nicht mehr willkommen. Weshalb bist du zurückgekehrt? I'm here to resolve our unfinished business. Is this your latest student? My henchman will see to your little friend. Ich bin hier, um ein paar Angelegenheiten zu Ende zu bringen. Ist das dein neuer Schüler? Meine Schergen werden sich mit Vergnügen um deinen kleinen Freund kümmern. Hurry along, young wizard. Take this deck of spell cards and deal with those creatures while I tend to Malister himself. Schnell, junger Zauberer, nimm dieses Kartenspiel mit Zauberkarten und kümmere dich um diese Kreaturen. Ich werde mich um Malister kümmern. Don't be so sure of yourself, old man. Sei dir da mal nicht so sicher, alter Mann. Run up and confront them. Be brave. I will guide you. Lauf vor und stelle dich ihnen. Sei tapfer. Ich werde dich anleiten. Okay? Ja, aber mit... Oh Mann. Ich wollte aber mit ihm kämpfen. Okay. You've drawn these spells from your deck. Quickly. You must choose a spell and use it to attack one of Malister's henchmen by clicking on him. Du hast diese Zauber aus deinem Kartenspiel gezogen. Du musst einen Zauber auswählen und mit ihm einen Gegner angreifen, indem du ihn anklickst. Okay, was haben wir? Wir haben die Feuerkatze mit 105 Feuer und Faust. Und wir haben Troll mit... Was vermute ich mal Licht sein soll. Oh, ebenfalls mit Dings. Nehmen wir den Troll und greifen damit den da an. Wie gemein. Die dürfen ja zweimal. Oder Erde? Könnte auch Erde sein. Oh my, you're hurt. You'll need to pay attention to your current health. Oh weh, du bist verletzt. Du musst auf deine Lebensenergie achten. This red crystal ball shows your health. In dieser roten Kristallkugel wird deine Lebensenergie angezeigt. Wenn du in einem Zaubererduell keine Lebensenergie mehr hast, bist du besiegt. The blue crystal ball shows how much mana you have left. In der blauen Kristallkugel wird angezeigt, wie viel Mana du noch hast. Mana is magical energy. If you run out of mana, you won't be able to cast any more spells. Mana ist magische Energie.
Wenn du keine Mana mehr hast, kannst du keine Zauber mehr sprechen. When you're out of mana, you'll be at the mercy. Ohne Mana bist du deinen Gegnern ausgeliefert. Why so distracted? We're under attack? Oh my, call me a fool. I had all but forgotten. Weshalb bist du so unaufmerksam? Wir haben, wir werden angegriffen. Oh weh, ich nah. Das habe ich vollkommen vergessen. Where were we then? Right. Wo waren wir stehen geblieben? Richtig, greif seine Schergen erneut an. Ja, hier, ne? Ah, und der Ring zeigt an, wie viel Power das noch hat. Hier. So war das. Oh, ein Skelett. Ein Pirat. Autsch. Aha! You doddering fool! Your student is no match for my forces. Du alter Narr! Dein Schüler kann meinen Schergen niemals die Stirn bieten. Oh no, you're in trouble. Quickly, use the unicorn spell and cast it on yourself. It will replenish your health. Oh nein, du steckst in Schwierigkeiten. Schnell, nimm den Zauber Einhorn und sprich ihn auf dich selbst. Dadurch wird deine Lebensenergie wiederhergestellt. Oh, hi. Foolish creatures, you've let the young whelp heal. Defeat the whelp or you'll suffer for it. Use your spells to weaken the young wizard's spells. Ihr unfähigen Kreaturen, ihr habt zugelassen, dass sich dieser kleine Balk heilt. Besiegt ihn, oder ihr werdet es büßen. Schwächt mit euren Zaubern die kläglichen Zauberversuche dieses Jungspons. Here, young wizard, take some more pips. They power your spells. Hier, junger Zauberer, ich gebe dir noch ein paar Pips. Dadurch werden deine Zauber mächtiger. The more pips you have, the stronger the spells you can cast. Je mehr Pips du hast, desto stärkere Zauber kannst du benutzen. Quickly now, pick another spell and cast it at one of them. Schnell jetzt. Wähle einen neuen Zauber und verwende ihn gegen einen deiner Gegner. Ja, Rache der Natur. Let's go. Oh weh, der Zauber hat die Macht deiner eigenen Zauberer verringert. Ja, wir haben ihn fast. At last, you fools earn your keep. Now finish the child. Endlich seid ihr Narren euer Geld wert. Liegt es jetzt zu Ende. Cast this balance blade spell on yourself. It will increase your next spell's power. Sprich den Zauber Balanceklinge auf dich selbst. Dadurch wird die Macht eines nächsten Zaubers gesteigert. Ein bisschen buffen. Und Phönix! Autsch. This one learns fast, Malistair. Two can play at that game. Use this meteor strike spell. It will strike both of the henchmen. Here are the pips to cast it with. Da stand, glaube ich, dieser Schüler lernt
Schnell, Alistair. Ich hab's. Nimm den Zauber Meteoriteneinschlag. Damit triffst du beide Gegner gleichzeitig. Hier hast du die Pips, um ihn zu benutzen. Meteoriteneinschlag. With the Balance Blade spell you've already cast, the Meteor Strike spell should finish them off. Cast it now. Durch die Ballonsklinge, die du schon gesprochen hast, sollte der Meteoriteneinschlag ihnen den Rest geben. Los, sprich den Zauber. Oh Gott, Ninja-Schweine. Sieg. Oh, excellent work, young wizard. Now, let me see to Malastare. I'll show him. Threatening a new student before orientation, no less? Hervorragend gemacht, junger Zauberer. Und jetzt kümmere ich mich um Malastare. Ihm werde ich's zeigen. Einen neuen Schüler noch vor der Einführung so eine Angst einzujagen. Another time, old man. I have what I came for. Ein anderes Mal, alter Mann. Ich habe bekommen, was ich wollte. Und jetzt verlasse ich diesen erbärmlichen Ort. He's gone. And none too soon. What sinister goal? Er ist fort. Das wurde auch Zeit. Welch finsteres Ziel mag ihn hierher geführt haben? Oh my. You look a bit the worse for wear. Here, let me restore you to your full health and manner. Oje. Du siehst ein wenig mitgenommen aus. Hier, ich stelle deine Lebensenergie und dein Mana wieder her. On the bright side, congratulations. Defeating Malastare's henchmen has earned you some experience. Und ganz nebenbei, Glückwunsch. Durch deinen Sieg gegen Malastare's Schergen hast du an Erfahrung gewonnen. This experience bar will help you track your progress. Einen Moment. Muss kurz gucken. Ah, das hatte ich mir nicht gedacht. Ja, nee, okay, alles gut. Ich hatte gerade so gedacht, so, hä? Irgendwie. Aber es ist wieder nur die Chatverbindung gewesen. Gut, durch die Erfahrungsleiste hast du deinen Fortschritt immer im Blick. When the bar fills up. You'll gain a level and be able to learn new spells. Wenn die Leiste voll ist, erreichst du die nächste Stufe und du kannst neue Zauber lernen. Now, do you have any questions? Hast du noch Fragen, junger Zauberer? What's that? You don't know how to speak? My pardon. Bitte? Du weißt nicht, wie man spricht? Entschuldigung. Well then, let me teach you how to use menu chat, and we'll see what you have to say for yourself. Nun, dann zeige ich dir jetzt, wie du den Menü Chat verwendest. Bin gespannt, was du zu sagen hast. This is the menu chat button. Click on it to say something. Das hier ist die Schaltfläche für den Menü Chat. Klicke drauf, um etwas zu sagen. Oh, okay. Bin ich glücklich. Drei Tiere. Okay. Los, ciao. Hi. You have the way of it. Now you can chat with anyone you meet and make lots of friends here. Du hast es aus. Jetzt kannst du mit jedem sprechen, den du triffst, und viele Freunde. You can also hit enter and type your own messages using text chat. But players under 13 will first need their parents' permission.
Du kannst auch die Eingabetaste drücken und deine eigenen Mitteilungen über den Textchat schreiben. Eltern können diese Option sperren. You'll also need a spellbook and a wand. There you go. No young wizard should ever be without them. Du brauchst auch einen Zauber. Okay. I should say, young wizard, that I was quite impressed with your courage. There's little doubt, but that a great destiny awaits you. Ich muss sagen, junger Zauberer, dass dein Mut mich ganz schön beeindruckt hat. Es gibt keinen Zweifel, dass dich eine herausragende Zukunft erwartet. Who knows? Maybe you'll fill my shoes and become headmaster someday. Wer weiß, vielleicht trittst du sogar in meine Fußstapfen und wirst eines Tages Schulleiter. But now, if you'll excuse me, I have a mountain of duties to attend to right now, including readying your enrollment. Aber jetzt entschuldige mich bitte. Ich habe haufenweise Pflichten zu erfüllen und auch deine Registrierung habe ich noch abzuschließen. So, if you don't mind waiting for a moment or two, I'll pop back to my office and straighten up. Wenn es dir nichts ausmacht, warte doch bitte einen kleinen Moment. Gehe schnell in mein Büro zurück und bringe alles in Ordnung. I'll summon you when things are presentable. Ah, oh, so many books and papers to tidy up. Where did I put those forms? See you soon. Ich rufe dich, sobald ich aufgeräumt habe. So viele Bücher und Unterlagen, die ich geordnet werden müssen. Vor habe ich nur die Formulare. Bis später. So. So viel dazu. Spammig. Aber naja. Willkommen in der Schule der magischen Künste in Ravenheim, Pascal. Möglicherweise würdest du dich hier einschreiben und in den Unterricht geschickt werden. Aber dies sind keine normalen Zeiten. Im Einhornweg treiben sich irgendein Spuk herum, um den wir uns umgehend kümmern müssen. Ich habe da eine Idee. Du scheinst mir recht viel Potenzial zu haben. Ein wenig Praxiserfahrung wird dir mehr beibringen als Unterricht. Wagst du es, dein Talent auf die Probe zu stellen? Wunderbar. Uns läuft die Zeit davon. Also werde ich dich direkt dorthin teleportieren. Sprich mit Wächter Kanne. Er ist für dieses Gebiet zuständig. Platziere Einhornweg. Okay, annehmen. Okay. Welcome to Unicorn Way. Willkommen im Einhornweg. There are creatures here who will attack you if you get too close to them, so stick to the task at hand. Hier gibt es Wesen, die dich angreifen, falls du ihnen zu nahe kommst. Also konzentriere dich auf deine aktuelle Aufgabe. Whoa, 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 young student. The street's very dangerous right now. Is there something I can help you with? Hallöchen, was führt dich zu mir? Hier ist es zurzeit nicht sicher. Gibt es etwas, womit ich dir helfen kann? Wizard, do you see the symbol above Private Connolly's head? That means he has something important to tell you. Go speak with him. Zauberer, siehst du das Fragezeichen über Wächter Kanneskopf? Es behauptet, dass er dir etwas Wichtiges zu erzählen hat. Geh und sprich mit ihm. Okay, was haben wir hier? Oh. Nett. Annehmen. Geschenk annehmen. Ja. Ach, Königsdrache namens Baron von Penny. Okay. Congratulations! You have just earned your first badge. Each badge will give you a title that you can proudly display below your name. Unter deinem Namen tragen kannst. Okay. If you have multiple badges, wenn du mehrere hast, kannst du auswählen, welchen Titel du benutzen möchtest. Wähle ihn einfach auf dem Charakterblatt aus. Nicht jeder Titel ist so einfach zu erlangen wie dieser. Viel Erfolg. Okay. Kampf, Dings, ist. Okay, das ist noch so ein
Links. Charakter. Der Nekromant. Mal durchblicken hier. Zeichen, verfügbare Abzeichen. Frisch gebackener Haustierbesitzer. Alles klar. Oh, Baron von Penny. Ah, alles klar. Haustierchen. Okay. Okay. Hallo. What's that? You say the headmaster sent you to help us? Well then, you're just the person, the wizard, I've been waiting for. Wie bitte? Der Schulleiter hat dich geschickt? Himmel, du bist genau die Person, der Zauberer, auf dem ich gewartet habe. This used to be a pleasant street, but we've been invaded by hordes of strange creatures. Einst war die Straße ein hübsches Fleckchen, aber nun wird sie von Horden seltsamer Wesen überrannt. The guards and I have been doing our best to push the creatures back, but we're no match for their dark magic, especially. Die Wächter und ich haben die Wesen so gut wir können zurückgedrängt, aber ihrer finsteren Magie sind wir einfach nicht gewachsen. Besonders die Untoten bereiten uns Probleme. Maybe your fancy wizard magic will do the trick. Go battle a few of those lost souls, then report back to me. Good luck. Vielleicht kannst du ja mit deiner vornehmen Zauberermagie mehr ausrichten. Geh und kämpfe gegen ein paar verlorene Seelen und statte mir anschließend Bericht. Viel Glück. Um gegen ein Monster auf der Straße zu kämpfen, brauchst du dich ihm nur zu nähern. Wenn du zu nah am Monster herangehst, beschwört sie einen Kampfkreis durch den du in den Kampf gezogen wirst. If you want to avoid battle, you can keep safe by staying on the sidewalk. Wenn du einen Kampf lieber vermeiden möchtest, dann bleib auf dem Bürgersteig. Dort bist du sicher. If you can drive away some of these lost souls, we'll be in your debt. Oh, Entschuldigung. Wenn du einige der verlorenen Seelen für uns vertreiben könntest, wären wir dir sehr verbunden. Okay. An sich erstmal kurz gucken. Eingeblendeter Name. Nichts. Nichts. Etwa ungefähr. Denken. So. Einfach damit wir nicht unnötig gezimmert werden. So. Okay, wir müssen. Ach, bloß ich kann hier keinen. Kann ich den nicht? Ja. Also auf jeden Fall haben wir Instafeen. Ah, hier unten haben wir. Okay. Alles klar. Was ist das, ne? Diese Steuerung. Wo denn? Komm. Du komische verlorene Seele. Ich fordere dich zum Duell. Okay. Er patzt.
und verloren. Komm. Ich würde sagen, komm. Gleich die nächste. Und ab auf ihn. Zack. Wo ist der denn, Nekromantie? Ah, ne. Zack, verloren. Was? Wir wurden von einem mickrigen Zaubererlehrling geschlagen? Vielleicht sollten wir woanders verloren gehen, wo man ungestört herumspucken kann. Solange dein Charakter durchsichtig schimmert, bist du sicher. Aber dieser Schutz hält nicht sehr lange an. Also begib dich schnell auf den Bürgersteig. So, moin. Das hat das Blatt für uns gewendet. Wir werden deinem Beispiel folgen und diese Spukgestalten zurückdrängen. Fürchte jedoch, dass wir diese Spukgespenster nicht endgültig vertreiben können, ohne herauszufinden, warum sie uns angreifen. Another intrepid student here in Nightshan also came to help. Maybe he's learned something useful. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ein weiterer begabter Schüler, Zerren Nachtsang, kam auch her, um uns zu helfen. Vielleicht hat er etwas Nützliches herausgefunden. Ja, okay. Hi. Oh, hey there. I'm Zerren. You're new here, aren't you? Well, I for one am very glad you're here. Oh, hallo, ich bin Zerren. Du bist neu hier, stimmt's? Na, was bin ich froh, dass du hier bist. I couldn't help but notice how you took down those lost souls. I have to say, I'm quite impressed by your spellslinging skills. Du hast diesen verlorenen Seelen wirklich schnell den Chaos gemacht. Ich muss schon sagen, dass ich von deinen Zauberkünsten sehr beeindruckt bin. When I heard there was trouble on Unicorn Way, I rushed right over. But then I saw what's out there. Skeletal pirates. Als ich hörte, dass es Probleme im Einhornweg gibt, kam ich sofort hierher. Aber dann sah ich, was mich erwartete. Skelettpiraten. Skeletons I can handle, but skeletal pirates? Pah, yar. No, thank you. Pirates give me the heebie-jeebies. Mit Skeletten komme ich klar, aber Skelett-Piraten? Ja, arr, nein, danke. Piraten bereiten mir Gänsehaut. Excuse me, did I hear you? Excuse me? Skeletal pirates going to face them. Please come talk to me first. Oh Gott, excuse me? Wir haben 2024. Verzeihung. Habt ihr beide gerade über Skelettpiraten gesprochen? Wenn du gegen sie kämpfen willst, dann sprich bitte zuerst mit mir. It would be good to know exactly what we're up against. Do you think you could battle a few skeletal pirates to see how tough they are? Es wäre gut, wenn wir wüssten, was unsere Gegner so drauf haben. Kannst du gegen ein paar Skelettpiraten kämpfen, um herauszufinden, wie stark sie sind? Great. I'll mark their location on your map. Thank you so much for doing this. Good luck. Prima, ich werde ihren Standort auf deiner Karte einzeichnen. Vielen Dank, dass du uns hilfst und viel Glück. Ooh, press M to access your map. You'll notice several points of interest, including the locations of enemies. Uhu, drücke auf M, um auf deine Karte zuzugreifen. Dort werden dir viele interessante Orte angezeigt, zum Beispiel den Standort deiner Gegner. Because you'll be engaging in combat, it's imperative you know how to regain health and mana. Wenn du in Kampf zielst, musst du unbedingt wissen, wie du deinen Lebensenergie und deinen Mana wieder auffüllst. If you need to boost your health, collect the red wisps you see along the street.
Wenn du mehr Lebensenergie brauchst, sammel einfach rote Irrlichter auf der Straße ein. Oh, if you need mana, collect blue wisps. Remember, casting spells costs mana and fleeing combat drains it completely. So keep your reserves full. Und wenn du Mana benötigst, sammel die blauen Irrlichter ein. Denke dran, dass das Wirken von Zaubern Mana kostet. Wenn du aus dem Kampf fließt, verlierst du all dein Mana, also vergiss das nicht, es stets aufzufüllen. Go battle a few of the skeletal pirates on Unicorn Way. The guards will appreciate a report on their combat tactics. Geh und kämpfe gegen ein paar Skelettpiraten im Einhornweg. Die Wächter dort werden einen Bericht über ihre Kampftaktiken begrüßen. Okay, dann. Also erstmal M. Das ist die Map. Okay. Ist ja ein kleines Gebiet, ne? Okay. I'm glad I overheard you two wizards talk about those pesky skeletal pirates. They're looting the street and making such a mess. Olivia Dämmerweide. Netter Name. Ich bin so froh, dass ich mitbekommen habe, wie ihr zwei über diese lästigen Skelettpiraten gesprochen habt. Sie plündern die Straßen und verursachen Chaos. If something isn't done, we could be forced to leave the city. Please, will you help us? Wenn wir nichts dagegen unternehmen, werden wir wohl bald die Stadt verlassen müssen. Bitte helft uns. Ja, sofort. Ich muss nur kurz was zu trinken einschenken. So. Moment. Voilà. So. Olivia is offering you a side quest. Once you accept it, press Q to open your quest log. Olivia bittet dir eine Nebenquest an. Wenn du sie angenommen hast, drücke Q, um deine Questübersicht zu öffnen. Quests marked with stars are part of the main story. Side quests are optional, but allow you to gain additional rewards. Good hunting. Quests mit einem Stern gehören zur Hauptgeschichte. Nebenquests sind optional. Allerdings verdienst du durch sie zusätzliche Belohnung. Gute Jagd. Natürlich nehmen wir die mit. Hallo? Wenn schon, denn schon, ne? Okay. Also. Plump. Genau, hier rechts sollen die Dings sein. Skelettpiraten sein. Ne? Sprich mit Boris. Oh, wir haben drei Questfinder mit der Bibliothek. In Wizard City. Ja, okay, das können wir aber später nochmal machen. Ne? Der Bibliothek kann ich erst später machen. So, da haben wir sie. Skelettpiraten, die. Ahoi. Steuerung ist ein bisschen. Ne? Okay. Jetzt stark. Ich würde sagen, ne? Let's go. Elektrisierend. Eins von zwei. Ich kann hier jetzt einsammeln, um wieder ein Dings zu haben. Und Dach. So. Wir machen direkt mit unserer Fee hier weiter.
that, for that which rattles in the darkness. Halt, stopp, aufhören. Du hast Mut, kleiner Zauberer. Mehr als wir sogar. Aber den Klappern in der Dunkelheit bist du nicht gewachsen. Klappern in der Dunkelheit, ja, alles klar. Ich bin gerade hier auf dem Dings, da gucken wir mal. Inventar. Naja, guck mal. Zauberstab mit. Aha. Anfängerkartenspiel. Zauberstab mit Dings. Ich rüsten wir mal mit aus. Ah, okay. Du hast nämlich direktes Güte. Ah, Stufe 5 plus, alles klar. Ja, wir haben einen Drachen. Babydrache. Das ist doch schon mal etwas. Gut. Warte mal, Questlog. Okay, mit den beiden wieder reden. Alles klar. Baron von Penny. Was haben wir denn da? Nebelholz, ein Stück Nebelholz. You've just collected a reagent. Reagents are used as ingredients in crafting recipes. You can find different reagents throughout the spiral, either by harvesting them, defeating monsters, or purchasing them. Du hast eine Zutat gefunden. Zutaten brauchst du für Handwerksrezepte. Du kannst in der Spirale die verschiedensten Zutaten erhalten, indem du sie einfach aufsammelst. Sie besiegten Monstern abnimmst oder auf dem Bazar kaufst. Reagents go in your reagent bag, which you can access by selecting the crafting tab in your spellbook or by pressing J on your keyboard. Zutaten gehören in deinen Zutatenbeutel. Du kannst auf ihn zugreifen, indem du in deinem Zauberbuch und dann Reiter Handwerk auswählst oder auf deinen Tastatur J drückst. Also J. Okay, wir können Sachen sogar herstellen. Na, das ist doch schon mal gut. So, Olivia. Child, I don't have much to offer in thanks, but please take this magic ring. Maybe it'll help you in your adventures. Oh, gesegnet seist du, Kind. Ich habe dir kann dir nicht viel als Vergütung anbieten, aber nimm diesen magischen Ring. Vielleicht nützt er dir bei deinen Abenteuer. To put on new equipment, press B to open your backpack. You'll see icons showing your hat, robes, shoes and other items. Drücke B, um deinen Rucksack zu öffnen und von dort aus neue Ausrüstung anzulegen. Dort findest du all deine Hüte, Roben, Schuhe etc. Mousing over an item will compare its stats to what you currently have equipped. Select the best equipment available to your school. Fährst du mit deinem Mauszeiger über einen Gegenstand, dann siehst du einen Vergleich zwischen ihnen und den aktuell angelegten Gegenstand. Wähle die beste Ausrüstung für deine Schule aus. Thanks again, young wizard. Maybe I can find another helpful young wizard to help sweep up all these eye patches. Vielen Dank nochmal, junger Zauberer. Vielleicht findest ich noch einen jungen Zauberer oder junge Zauberin, die mir dabei hilft, all die Augenklappen einzusammeln. Okay, was hast du? Leckerli anbieten. Ah, alles klar. Okay, wir können. Okay. B? Unreiner Opalreif. Anlegen. Bringt mehr Max-Dings. Mehr Max Leben ist immer gut. Mich jetzt irritiert.
ich mich jetzt frage, natürlich. Aber das machen wir. Da schauen wir jetzt nur so hier vorbei. Ob ich hier irgendwas hätte noch finden können. So like a Nebenquest. Ja, aktuell sehe ich ja natürlich keine Nebenquest, aber wer weiß. Vielleicht finden wir irgendwo noch einen NPC, der hier sein Unwesen treibt. Ah nee, okay, da hinten sind schon andere Gegner wieder, die dann stärker sind. Dann machen wir doch lieber erstmal so weiter. Was? Ich muss sagen, a little bit hat sich's verändert, aber nicht großartig, muss ich zugeben. Also so damals, wo ich das mal gespielt hatte. So. Oh wow, you made it back. I mean, how did it go? What did you learn? Oh wow, du bist zurückgekehrt. Ich meine natürlich, wie ist es gelaufen? Was hast du herausgefunden? The pirates warned about a rattle in the darkness. Die Piraten erwähnten ein Klappern in der Dunkelheit? See, this is what I was talking about. Pirates are always creepy and frustratingly vague. Genau das meinte ich vorhin. Piraten drücken sich immer gruselig und frustrierend vage aus. What is clear is that some evil magic has emerged here and we're going to need more than a handful of guards to stop it. Klar ist jedoch, dass hier eine Art böse Magie wirkt. Wir werden mehr als eine Handvoll Wächter brauchen, um ihr Einhalt zu gebieten. There is a powerful ancient being who may be able to help us understand the dark forces we're facing, the wise seraph Lady Aurel. Es gibt ein mächtiges uraltes Wesen, das uns dabei helfen könnte, diese dunklen Mächte besser zu verstehen, den weisen Seraphen Lady Auriel. Not only does Lady Auriel possess strong magic, she's also the warden of the fairies, and they keep her well informed. Lady Auriel wirkt nicht nur mächtige Magie, sie ist obendrein die Hüterin der Feen. Diese halten sie stets über das Geschehen auf dem Laufenden. Perhaps she's heard something about this rattle in the darkness. Go speak with her in the hedge maze at the far end of Unicorn Way. Vielleicht hat sie etwas über dieses Klappern in der Dunkelheit gehört. Bitte geh und sprich mit ihr im Heckenlabyrinth am Ende des Einhornwegs. Okay. Aber da ist noch eine Quest. I said Private Orion down the street a while ago, and he's not back yet. With all these lost souls about, I fear the worst. Ich habe Wächter ohne Sorg vor einer Weile die Straße runtergeschickt, und er ist noch nicht zurückgekehrt. Hier spuken so viele verlorene Seelen herum, dass ich das Schlimmste befürchte. Orion's a good friend of mine. Could you go see if he's all right? He may be hiding in one of their houses. See if you can find him. Ohne Sorg ist ein guter Freund von mir. Könntest du einmal nach ihm sehen, bitte? Vielleicht versteckt er sich in einem der Häuser. Geh und finde ihn, wenn du kannst. Why not? Why not? Das ist zum Beispiel auch so eine komische Sache, ne? Dann in eine Richtung mit der Maus gucken, dann läuft er in die Richtung. Aber währenddessen kann ich auch A oder D drücken und er läuft währenddessen mit dem Blick weiter im Dings. Einfach mit dem Blick weiter geradeaus, einfach mal im Kreis und so. Das ist ein bisschen
Weiß nicht. So, B. Güte. Hut des Märtyrers. Plus. Plus Todesdinge. Dann natürlich auf jeden Fall. Der andere wäre plus 3 für Eis. Ne? Wir wollen aber ja auf Todes. Weil die. In dem Sinne. Nebenbei, ich könnte sogar, glaube ich, in den Kampf mit eintreten, wenn ich wollen würde. Ich glaube, später ist es dann auch noch wichtig. Lady Black Hope. Ja, nee. Wir gehen mal wieder. Aber wir haben hier auf jeden Fall schon mal ein Dings. Ach, da hinten wird mir angezeigt. Der Ohr ohne Sorg. Alles klar. Ah, hier drin? Nee. Hier drin, ne? Aha. Moin. Get back, undead fiend! Oh, a student, is it? You're a brave one. Connolly sent you to check up on me? I'm well, but I did have a bit of a scare. Weiche zurück, untoter Schurke. Oh, du bist ein Schüler. Du bist ganz schön mutig. Kana hat dich ausgeschickt, um nach mir zu sehen. Nun, mir geht's gut. Ich habe mich nur ein wenig erschrocken. I was making my rounds when a horrifying ghost swept out of nowhere. Einfach. I recognized her from the old stories. Blackhope, the wailing widow. Ich war auf Pultoyo, als plötzlich ein schreckliches Spukgespenst vor mir auftauchte. Ich habe in alten Geschichten darüber gelesen. Es ist Lady Blackhope, die weinende Witwe. I'm not ashamed to say she scared me half to death. I hightailed it here and shut the door. I can't leave this place if she's still out there. Ich gebe ohne Scham zu, dass ich mich fast zu Tode erschreckt habe. Sie mich fast zu Tode erschreckt hat. Ich bin wie der Teufel gejagt hierher gerannt und habe die Tür verrammelt. Wenn sie immer noch da draußen ist, bewege ich mich nicht vom Fleck. Black Oak Tower is not far away. That must be where she came from. Maybe something in there can drive her spirit away. Black Hopes Turm ist ganz in der Nähe. Bestimmt kam sie von dort. Vielleicht kann irgendwas darin ihren Geist vertreiben. Genau. Er will jetzt, dass wir natürlich jetzt hier die Geist vertreiben. Das war ja die wir eben hatten. Ne? Ja. War ja die da hinten im Türmchen war. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach, ne? Komm ich hier rein? Nee. Guck mal. Man kommt auch nicht überall rein. Wir versuchen es einfach. Mal hier. Weil das hier. You say the city guards are scared of me? Well, they should be. Everyone should be. Du sagst, dass sich die Stadtwachen vor mir fürchten? Nun, das sollten sie auch. Alle sollten das. Malastar has opened the seals. The dead rise. Malastar. All who still live, beware. My dark master will be avenged. Malastar hat die Siegel gebrochen und die Toten erheben sich. Die Lebenden sollten sich in Acht nehmen. Mein dunkler Meister wird Rache nehmen. You want me to stop? Haunting the street? Let's see if you have enough spirit to stop me. Du willst, dass ich nicht mehr auf der Straße herumspuke? Ha! Mal schauen, ob du das Zeug dazu hast, mich davon abzuhalten. Lass mich mal kurz was anderes gucken.
Handwerk, Karte, Quest, Dings, Haustiere des Charakter. Nee? Nee? Tipps zu den Schulen habe ich noch nicht. Okay. Alles gut. Dann wollen wir mal. Okay, sie hat zwei. Es sind zwei Leute. Das ist natürlich unfein. Aber dann hauen wir erstmal ihn hier weg. Widerstehen. Ah. Irgendwas habe ich widerstanden. Immer gut. Autsch. Okay. Wird also sowas. Dann machen wir noch mal eine nette kleine Fee. Haben wir, ist das nur noch eine 1-1. So. Scheiße, verpatzt. Die Zauber haben nämlich auch nur eine gewisse Prozentzahl, die es treffen kann. So. Okay. Versuchen wir es damit. Okay, sie hat verpatzt, das ist gut. Let's go, Todesfee. Ordentlich was abgezimmert. Und sie hat wieder verpatzt. Ah, nee. Versuchen wir es weiter. Ja, verpatzt. Schade. Oha. Okay. Boom. Besicht. I suppose you have enough spirit after all. Go tell the guardsmen, I will haunt them no longer. Wie ich sehe, besitzt du ebenfalls Geist. Kampfgeist. Geh und sag den Stadtwachen, dass ich nicht länger herumspuken werde. Oh. Ja. So. Und wir haben Schuhe. Ich meine mal, sind zwar für plus Feuer, ne? Aber solange wir keine bezüglich der Dings haben, nutzen wir die natürlich. Hier ist auch nichts drin, ne? Nee. Gut. Haben wir die besiegt. Zack. Boing. Boing. Genau, ihn da. Zack, zack, zack. Bisschen Mana noch mit auf. Lass mich raten, er steht immer noch hier drin, ja. You defeated Lady Blackhope? Thanks, Wizard. I'll return to my post now. As a favor, please don't tell Private Connolly what happened. Du hast Lady Blackhope besiegt? Danke, Zauberer. Nun kann ich auf meinen Posten zurückkehren.
Und bitte tu mir den Gefallen und erzähl Wächter Kanne nichts davon. I don't want him to think I'll flee from the first ghost that chases me. I only run from the really scary ones. Ich möchte nicht, dass er mich für einen Angsthasen hält, nur weil mich der erstbeste Geist zu Tode erschreckt hat. Ich habe nur Angst vor den wirklich gruseligen Geistern. Okay. Wait. Ich schon wieder was bekommen? Und mal so. Kurz gucken. Zauberstab, verkohlte Dings, das. Nee, okay. Okay, die nächste. Ne, wir gehen uns mal erstmal hier lang. Wenn ich richtig liege, genau, da hinten muss ich nämlich hin. Können wir ja gleich mal hier. So. So. Frag mich, was in dem Türmchen hier drin ist. Gar nichts, weil ich da nicht hinkomme. Okay. Ah, eine Holztruhe. Ein bisschen Gold. Okay, Truhen gibt's hier also auch. Gut zu wissen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ist sogar direkt auch schon eine nächste Truhe. Nochmal Gold, Holz. Gold, ja doch, Gold. Eine Dunkelelfe, okay. Dunkelelfenfee. Naja. Wollen wir mal. Dann nur so aus, okay. Einmal rein da. Halt! What purpose brings you into our hedge maze? Halt! Was bringt dich zum Heckenlabyrinth? Forgive me, young wizard. These dark times make me leery of new faces. But now I see the light within you. We've much to discuss. Bitte verzeih mir, diese dunklen Zeiten lassen mich jedes neue Gesicht mit Misstrauen betrachten, aber ich kann erkennen, dass du lautere Absichten hegst. Wir haben viel zu besprechen. Ja? Haben wir. Schade, ich kann nicht. So hoch springen kann ich dann auch nicht. Schade. Lass mich raten. Dass das ein Labyrinth ist, wird doch bestimmt hier. Im Labyrinth was versteckt sein, oder? So ein Heckenlabyrinth hat doch meistens irgendwelche Verstecke. Nee, doch nicht. Okay. Schade. Naja. Oh, doch. Da hinten sehe ich. Da hinten sehe ich doch Holztruhe glitzern. Müsste. Ich kann durchgehen. Ecke die Holztruhe öffnen, auch gut. Bild. Naja. Wascht. Alle. The evil forces that loosed the undead upon Unicorn Way have also corrupted my precious fairies. Please, you must help them. Die bösen Mächte, die diese Untoten auf den Einhornweg gehetzt haben, haben auch meine geliebten Feen verdorben. Bitte. Du musst ihnen helfen. Vile bone cages have appeared along Unicorn Way. They are filled with a mysterious dark magic that corrupts all fairy folk who venture near them. Schreckliche Knochenkäfige sind überall im Einhornweg aufgetaucht. Sie sind von geheimnisvoller, dunkler Magie erfüllt, die alle Feen verdirbt, die ihnen zu nahe kommen. Spell the dark magic in the bone cages, then bring me fairy dust from those it corrupted. It may reveal to me who is behind this atrocity.
Banne die dunkle Magie der Knochenkäfige und bring mir dann den Feenstaub von den verdorbenen Elfenfeen. Vielleicht kann ich so herausfinden, wer hinter dieser Gräueltat steckt. It pains me to say it, but the only way to obtain the fairy dust is to wrestle it from the dark fairies in combat. Try to be gentle. Es bereitet mir Pein, dies sagen zu müssen, aber an den Feenstaub kommst du nur heran, wenn du ihn den dunklen Elfenfeen im Kampf abnimmst. Versuche, möglichst sanft mit ihnen umzugehen. Once you've dispelled the bone cages and collected the fairy dust, return to me immediately. Good luck, young wizard. May the light guide you. Sobald du die Knochenkäfige geläutert und den Feenstaub gesammelt hast, kehre zu mir zurück. Viel Glück, junger Zauberer. Möge das Licht dich leiten. Okay. Alright. Dann wollen wir mal. Meine Knochenkäfige haben wir hier ja. Mehr als genug. Öffnen. So, Ziel erreicht. Ist geöffnet. Kann ich noch mehr öffnen? Ja. Kann ich sogar. Bild. Steht da irgendwie, wie viel ich brauche? Nö, ne, nur links. Alles klar, dann komm her. Komm her. Ich wollte gerade sagen, komm her. Komm her. Ja, ne? Elfenfee gegen Elfenfee. Ih, es hat mich angespuckt. Was ist das? Ah. Hm. Nett. Okay. Ach komm. Beschwören wir den hier. Ein Käferchen. Dumm. Besiegt. Guck. Genau. Okay, nächste. Ah. Komm. Die Elektroschlange muss dran. Ah, verpatzt. Schade. Autsch. Okay. Du willst es nicht anders? Elektroschlange! Zack und tot. Oh, ich konnte die Dunkelheit bis in meine Knochen spüren, aber nun ist sie endlich verschwunden. Ich danke dir, vielen, vielen Dank. So, eine Knochenkäfig. Oh. Den schon nicht mehr. Gehen wir hier hinten den Knochenkäfig halt öffnen. Ah, ich muss alle Knochenkäfige anscheinend öffnen. Auf jeden Fall. Ah ne, doch nicht alle. Anscheinend doch nicht alle. Nur ein paar.
Oder es sind alle und ich habe nur falsch gesehen. So. Labyrinth. You hear a tiny, joyful voice call your name. Du hörst eine winzige, fröhliche Stimme, die deinen Namen ruft. Thank you for helping us, kind wizard. Your courage and benevolence will not soon be forgotten by the fairy folk. Danke für deine Hilfe, Zauberer. Dein Mut und deine guten Taten haben das Feenvolk, wird das Feenvolk nie vergessen. Okay. You've cemented your reputation as a hero to the fairy folk, young wizard. With the bone cages dispelled, I can help the other corrupted fairies in time. Du hast dem Feenvolk bewiesen, dass du in der Tat ein Held bist, junger Zauberer. Da die Knochenkäfige nun gebannt sind, kann ich den restlichen verdorbenen Elfenfeen helfen. Now we must root out who is behind this attack, please. Let me examine the fairy dust. Wir müssen das Übel, das hinter diesem Angriff steckt, beseitigen. Bitte, lass mich den Feenstaub untersuchen. Is that? But how? The fairy dust displays scars of a dark magic banished from this world long ago. Could it be? Rattle in the darkness? Ist das? Aber wie? Der Feenstaub trägt die Spuren einer dunklen Magie, die vor langer Zeit aus dieser Welt verbannt wurde. Könnte es wirklich sein, dass das Klappern in der Dunkelheit? Rattlebones. In life, a ruthless tyrant who was banished to the underworld for his crimes. If I focus, perhaps I can sense his location. Klapperknochen. Zu Lebzeiten war er ein skrupelloser Tyrann, der für seine Untaten in der Unterwelt in die Unterwelt verbannt wurde. Wenn ich mich konzentriere, kann ich vielleicht seinen Aufenthaltsort ausmachen. Oh, so much darkness. No, my vision is obscured. All I see is a tower ringed in bone. Siren Nightshant knows Unicorn Way. Perhaps he can help. Oh, so viel Dunkelheit. Nein, mein Blick ist getrübt. Ich sehe nur einen Turm, der von Knochen umringt ist. Siren Nachtsang kennt sich in Einhornweg aus. Vielleicht kann er helfen. You must hurry. Here, take this broom. It will allow you to travel to Siren much faster. Now fly, and may the light guide you. Du musst dich beeilen. Hier, nimm diesen Besen. Mit ihm gelangst du viel schneller zu Siren. Nun flieg los, und möge das Licht dich leiten. You've received a temporary mount that will expire after one day. You can also purchase permanent mounts from mount vendors or the crown shop. Du hast ein Reittier erhalten, das dir für einen Tag zur Verfügung steht. Du kannst bei Reittierhändlern oder im Kronenshop auch Reittiere kaufen, die du dauerhaft verwenden kannst. To equip a mount, press B to open your backpack. Next, click on the mount tab and double click on the mount you wish to use. Um ein Reittier zu benutzen, musst du zunächst mit B deinen Rucksack öffnen. Klicke anschließend auf den Reiter Reittiere. Und dann doppelt auf das gewünschte Reittier. Quickly, you must ride to Siren at once. Ask him if he knows of a tower ringed in bones. Go. Du musst schnell zu Siren reiten. Frage ihn, ob er von einem Turm gehört hat, der von Knochen umringt ist. Los. Okay. Fill your base. Okay. B. Wir haben andere Schuhe, ne? Andere Schüchen. Ne? Nehmen wir natürlich die. Und Reittiere hier ausrüsten. Startet der Countdown. Ja, in Ordnung.
Fly away. Fly, fly, fly away, fly away, fly away. Zack, zack. Nehmen wir mal hier. Mama von Knochen umringt. Ist klar, dass der andere Turm ist, wo ich vorhin nicht reinkam. So. Erstmal müssen wir hier abgeben. I see you found Orion. I suppose some monster scared him out of his wits and he was too frightened to come back. Wie ich sehe, hast du ohne Sorg gefunden. Ich vermute, irgendein Monster hat ihn so verängstigt, dass er den Weg zurück nicht antreten mochte. Nun, also, Folgendes ist passiert. Nun, das wäre nicht das erste Mal und sicherlich nicht auch das, auch nicht das letzte. Aber Ende gut, alles gut. Danke, dass du ihn gefunden hast, Zauberer. Yay. Da noch? Nee. Okay. Hey. Hello! You were gone for so long, I was beginning to worry you'd run off and joined a skeletal pirate crew. But what did Lady Auriel have to say? Oh, du warst so lange fort, dass ich mir schon Sorgen gemacht habe, dass du zu einer Skelettpiratenmannschaft übergelaufen sein könntest. Was hatte Lady Auriel zu sagen? Auriel thinks an underworld tyrant named Rattlebones is behind all this? Wicked. Let me think. Auriel meint, dass ein Tyrann der Unterwelt namens Klapperknochen hinter all dem steckt. Abgefahren. Lass uns kurz nachdenken. He's in a tower, ringed in bones. Er hält sich in einem Turm aus, der von Knochen umringt ist. Well, the skeletal pirates do seem to be concentrated around the old archives. Try looking there. Here, I'll mark it on your map. Um das alte Archiv scheinen sich besonders viele Skelettpiraten zu tummeln. Beginne dort mit deiner Suche. Hier, ich zeichne den Standort des Archivs auf deine Karte ein. Es ist natürlich da hinten. War ja klar. Wir mal den nächsten Klapperknochen hier fertig. Warte mal, was haben wir hier oben? Ach, das sind Online-Freunde, alles da. Das ist der soziale Aspekt. Okay. Hier, das scheint er zu sein. Ich würde sagen, rein ins Archiv. Ah, guck mal. Da ist doch der komische Klapperknochen. This could be the tome Madister seeks. Now we... what's this? A wizard? Excellent. I could use a combat break. Let's play. Let's play. Gute Arbeit, mein Diener. Dies könnte das Buch sein, nach dem Madister gesucht. Nun werden wir... Was haben wir denn hier? Ein Zauberer. Wunderbar. Ich könnte einen kleinen Kampf gebrauchen. Lass uns spielen. Ja, dann komm mal her. Let's go. Also erstmal machen wir einmal schauen wir mal, dass wir die Fee wegkriegen. Okay.
Ja, okay, er ist... Dings? Erstmal ein Wichtel. Schicken wir ihm ein Wichtel entgegen. Was? Ja. Ernsthaft? Er hat uns gerade gestärkt? Ja. Oder... Ich glaube, das war eher so, dass Schattenschaden mehr Schaden machen. Also Todesmagie. Für... Also auf mich mehr Schaden machen. The day is yours, young one. But the Dark Master's plan is already in motion. You haven't heard the last rattle in the darkness. Diesmal hast du gewonnen, Kind. Aber der Plan des dunklen Meisters ist bereits im Gange. Dies war nicht das letzte Klappern in der Dunkelheit, das du vernommen hast. In his haste to leave, Rattlebones dropped the tome he was holding. It could be important. Perhaps Saren will know what should be done with it. Klapperknochen hatte es sehr so eilig davonzukommen, dass er das Buch hat fallen lassen. Es könnte wichtig sein. Vielleicht weiß Saren, was damit anzufangen. Stimmt, weiß er. Mit anzufangen. Und. Das wäre mehr Max. Hier wäre natürlich auch nicht bad, ne? Also mehr Leben. As you walk back onto Unicorn Way, you can't help but notice that the dark magic that was previously choking the street seems to have abated. Als du erneut den Einhornweg betrittst, spürst du, dass die dunkle Magie, die hier so übermächtig war, bereits ein wenig abgenommen hat. Ach, schön. Das ist doch schon mal etwas. Plump. Also wir haben schon mal ein bisschen was geschafft abzunehmen hier. Von der übermächtigen Magie. So. Irren? You did it, didn't you? You beat Rattlebones! Du hast es geschafft, nicht wahr? Du hast Klapperknochen besiegt. The darkness plaguing Unicorn Way is lifting. Look! Die Dunkelheit, die den Einhornweg heimgesucht hat, lüftet sich. Sieh nur! With Rattlebones defeated, the guards should be able to drive away the rest of the undead horde. Nun, da du Klapperknochen besiegt hast, sollten die Wächter den Rest der untoten Horden mit Leichtigkeit vertreiben können. That tome looks important. You should take it to the library in the commons. Harold Argleston will know what to do with it. Oh, das Buch sieht wichtig aus. Bring es in die Bibliothek in der Stadtmitte. Harold Argleston wird wissen, was damit zu tun ist. Füßlinge der Dings. Das ist natürlich auch nett. Warte mal. Veränderung? Keine Veränderung. Das ist Wert der Dings. Macht mehr Angriff, das macht mehr Verteidigung, ne? Das wäre mehr Max-Dings. Ich das ausrüste. Rüsten wir den hier aus. Wäre natürlich auch im Eis ganz hilfreich, aber nee. Wir haben hier noch eine Nebenquest. Say, can you check up on someone for me? I usually see Dorothy out shopping by now, but I fear she's too afraid to leave home.
Da könntest du etwas für mich überprüfen? Ich sehe Dorothy sonst immer einkaufen gehen, aber sie traut sich vielleicht gerade nicht raus. She's just down the road a bit and she usually keeps her lights on. She doesn't like all the lost souls. Sie wohnt die Straße hinab und lässt immer ein Licht brennen. Sie fürchtet sich vor den herumirrenden verlorenen Seelen. Das kann ich gut verstehen. Ja, okay. Gucken wir mal ihr. Ne? Machen wir. Diego. Meister der Duelle. Hier haben wir sogar noch einen der. Irgendwo hier haben wir sogar noch eine Questgeber. Tatsache, da. Die Bogenschießkunst ermöglicht es dir, schulspezifische Superpips zu bekommen, mit dem du leichte Zauber aus einer anderen Schule benutzen kannst. Ein normaler Superpip zählt als 2 Pips für Zaubersprüche aus deiner gewählten Schule. Ein Schulpip zählt aber als 2 Pips für Schule deiner Schule und die Schule des Pips. Ach so, aus der gewählten Schule. Und, Dings. Ein Mythos-Zauberer kann zum Beispiel ein Eisschul-Pip bekommen, der aus, der als 2 Pips für beide Eis- und Mythos-Zauber zählt. Wenn du ein Meister-Amulett hast, wird das die Schule des Amuletts genauso behandelt wie deine. Wenn, okay. Okay. Ja, alles klar. Hallo? Fortgeschritten. Oh, das ist Ausbilder. Betäubungsblocker und Überzeugung. Warte mal, Wende, nächsten 2 Minuten ab. Lern jetzt diesen. Vergiss nicht, in deinem hinzuzufügen. Fortgeschrittener Kampf. Hola, mein Freund. Headmaster Ambrose has asked me to show you more of the art of dueling, no? Schulleiter Ambrose hat mich gebeten, dir mehr über die Kunst des Duellierens beizubringen. Most excellent. This will take but a few minutes. Enter the door to the arena to begin. Das ist ausgezeichnet. Es wird nur ein paar Minuten dauern. Tritt einfach durch das Tor in die Arena. Okay. Also ein Arena-Kampf. Okay. Oh, du hast... Oh, hab ein wenig Geduld. Dieses Gebiet ist noch nicht... Bereit für deine Abenteuer. Warte kurz und probier es später erneut. Okay. Meine Güte, du bist in einem Gebiet, von dem wir nicht erwartet hatten, dass du so schnell erreichst. In der linken Ecke Fortschritte in den Datendownloads an. Erst betreten, wenn die Übertragung abgeschlossen ist. Ah, okay. Also, in dem Sinne muss ich jetzt... Eigentlich warten, bis die Arena da alles ready ist. Okay. Dann... Schauen wir mal, kann ich jetzt rein schon? Bei der World Data? Ja. Welcome, my friend, to the Dueling Arena. Willkommen in der Kampfarena. Du möchtest mehr über die Kunst des Kampfens lernen, richtig? Hervorragend. Gehen auf die Puppe zu, dann können wir mit der ersten. Der Stunde beginnen. Okay. Let us begin by explaining Power Points. Zuerst erkläre ich dir die Machtpunkte. Du kannst sie auch kurz Pips nennen. Machtpunkte sind magische Energie. Indem du Pips erhältst, kannst du mächtigere Zauber sprechen. Du erhältst jede Runde einen Pip. Du siehst die Anzahl der Pips der einzelnen Kampfteilnehmer
wenn du auf den Kreis und zu den Füßen guckst, also da. Für fast alle Karten musst du Pips ausgeben. Die erforderliche Anzahl siehst du oben links. Du kannst nur einen Zauber sprechen, wenn du genug Pips hast. Okay. Fangen wir mit einem Zauber an, der 2 Pips kostet. Wenn, du hast aber nur einen, also musst du in dieser Runde keinen Zauber sprechen. Du musst aussetzen. Passen. Du hast ausgezeichnet und einen weiteren Pip erhalten. Mit 2 Pips kannst du den Troll sprechen. Aber look, you have drawn another card. Tough. This is an enchantment card. Sieh mal, du hast eine weitere Karte gezogen. Unerbitterlich. Dies ist eine Verstärkungskarte. Enchantment cards can be used to mit Verstärkungskarten kannst du die anderen Karten in deiner Hand verbessern. Let me show you. Click on the tough card. Ich zeig dir, wie es geht. Klicke auf die Karte Unerbitterlich. Click on the troll. Klick auf den Troll. Sieh nur, die Karte wurde verzaubert, damit sie mehr Schaden verursacht. Jetzt ist sie eine Goldkarte. Nicht verwendete Goldkarten bleiben am Ende des Kampfes in deinem Kartenspiel. Da du jetzt 2 Pips hast, kannst du den Troll sprechen. Okay. Jetzt hast du wieder da nur einen Pip, stimmt? Du bekommst jetzt eine neue Hand. Da du nur einen Pip hast, kannst du keinen Zauber des keinen Zauber dritten Ranges sprechen. Du musst 2 Runden aussetzen. Doch halt, es gibt eine Möglichkeit. Ich zeige es dir. Ich hab dir einen Super-Pip gegeben, siehst du? Zu Beginn jeder Runde hast du die Chance, einen Power-Pip anstelle eines normalen Pips zu bekommen. Power-Pips sind doppelt so viel wert, aber nur für Zauber deiner Magie-Schule, also Todes. Hast nun einen Pip und einen Super-Pip. Das bedeutet, du kannst jeden Zauber zweiten Ranges sprechen, den du möchtest, oder du sprichst einen Zauber dritten Ranges deiner Schule. Ein Punkt vom Pip und 2 Punkte vom Super Pip. Okay. Die Skelett. Gerade. Okay. Hervorragend. Sehen wir uns noch eine andere Art von Zauberkarte. Mit einem Bann kannst du dich vor kommenden Schadenangriffen schützen. Dies ist ein Feuerbann. Wenn du ihn auf jemanden anwendest, legt sich der Bann auf das Ziel und erwartet darauf, aktiviert zu werden. Er wird durch einen nächsten Feuerzauber ausgelöst. Links und dann auf mich selber, alles klar. Aha. Da der Feuerbann aktiv wird, bewirkt der Schaden. Okay, vorüber wieder Schaden. Versuchen wir es mit Eisklinge. Mit einem bleibenden Effekt. Okay, das macht, schätze ich mal, Eisschaden dann erhöhen. Talismane sind gegen das Gegenteil von Bannen. Banne wirken den Zauber auf dich, Talismane beeinflussen Zauber, die du gegen andere benutzt. Frostkäfer, alles klar. See? Your ice beetle has triggered the ice charm. Now the ice beetle is more powerful.
Ist jetzt stärker, alles klar. Jetzt einen weiteren Effekt, den Aura-Zauber. Aura-Zauber beeinflussen das Ziel über mehrere Kampfrunden. Der Zauber Feuerkobold zum Beispiel verursacht 240 Punkte Feuerschaden verteilt auf drei Runden. Okay. Okay. Gut, beobachte jetzt, was in der nächsten Runde passiert. Und nochmal. Und besiegt. Excellent. Schoko-Erdbeere. Ausgezeichnet, du hast ihn besiegt und deine Lehrstunde abgeschlossen. Ich hoffe, meine Lehrstunde wird dir von Nutzen sein. Viel Glück und hoffentlich bis bald. Cool. Du hast soeben Futter für dein... Tier erhalten. Dein Haustier Trainingsspiel abgeschlossen hat. Kannst du damit... okay. Also ich könnte Füttern Dings Leckerli anbieten. Gut. Gesammelte Erfahrung... Okay. Bibliothek von Wizard Dings. Das ist ja da. Wir wollen erstmal aber nach da. Weil wir ja natürlich erstmal Nebenquest hier auch machen wollen. Hm? Yeah. So. So. Oh, Vorsicht. Aufpassen. Hier drüben auf der anderen Seite. Dann geradeaus zu. Da schätze ich mal, wo das Licht angelassen wurde. Mal der Licht wurde angelassen. Guck mal. Hallo. Oh, hello. You say that Private Conley was worried about me? He always does fret so. Oh, hallo. Du sagst, Wächter Kanne macht meinetwegen war meinetwegen beunruhigt. Er macht sich immer solche Sorgen. I'm all right, but I wish someone could do something about all those ghosts outside. Sometimes I wish Auntie Em could join me here. I'd feel better with her around. Mir geht es gut, aber ich wünschte, jemand würde etwas gegen all diese Geister da draußen machen. Manchmal wünschte ich, Tante Em könnte herkommen. Ich würde mich viel besser fühlen, wenn sie hier wäre. Say, I was having my friends over for dinner, but they are running late. I fear for their sake with all those ghosts roaming around. Ich habe meine Freunde zum Essen eingeladen, aber sie sind spät dran. Ich fürchte, dass diese Geister daran Schuld haben könnten. Could you check up on them? My two friends live on this street, down towards the park area. Look for a house with a light on in the window. You can't miss it. Würdest du nach ihnen sehen? Meine Freunde leben in dieser Straße, weiter Richtung Park. Sehe nach einem Haus mit einem beleuchteten Fenster. Du kannst es nicht verfehlen. Da drüben. Also. Weiter hier rüber. Achso, am Ende. Hier hinten. What? You say that Dorothy is looking for us? We were just about to be on our way. Blechmann, Dorothy, stimmt. Oh Gott. Nette Anspielung. Was? Dorothy sucht uns? Wir waren sozusagen mehr oder weniger fast beinahe quasi schon längst auf dem Weg. Oh, I told you we should have left earlier. Now we've gone and made her worry about us. Ich wusste es doch. Wir hätten eher gehen sollen. Nun macht sie sich Sorgen um uns. I'm sorry. But I cannot find my oil can.
You wouldn't want me seizing up on the way there. Es tut mir leid, aber ich kann meine Ölkanne nicht finden. Du willst doch nicht, dass ich unterwegs festroste, oder? Oh dear, we always go through this. Can you return to Dorothy and tell her we'll be running late as usual? Oh je, immer diese alte Leier. Kannst du Dorothy ausrichten, dass wir uns wie immer verspäten werden? Okay. Hey Dorothy. Ihnen ist nichts passiert? Gut zu wissen, dass Sie nur zu spät dran sind. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich habe immer Angst, dass die böse Hexe kommt und sie aus ihr Schloss zurückholt. Dieses Land ist so merkwürdig. So gar nicht wie unsere Farm zu Hause. Okay. But I do like it here. Headmaster Ambrose is such a nice wizard. And my new friends are nice too. Es gefällt mir hier. This place is as fun as a barrel of flying monkeys. Aber es gefällt mir hier. Schulleiter Ambrose ist ein so netter Zauberer und meine Freunde sind auch toll. Dieser Ort hier ist wirklich so lustig wie ein fast fliegender Affen. Would you say hello to Private Connolly for me? Würdest du bitte Wächter Kanne von mir grüßen? Okay. So. Dann haben wir die Nebenquest auch fertig. Einmal hier kurz rüber. So. Es freut mich zu hören, dass Dorothy gut geht. Küche? Mit den Pardon. Also, sorry. Da sind selbst die Füßlinge der Misere besser als diese Pantoffel. So. Nächste ist tatsächlich in der Stadt, da wo wir hin müssen, in der Bibliothek. Dann gehen wir jetzt natürlich da mal hin, ne? Oder eher fliegen. Da mal hin. Ab in die Bibliothek. So. Okay, wir haben da Finn und Dings. Das ist es. Okay. Hier hinten ist auf jeden Fall. Das sieht mir nach der Bibliothek aus. Jupp. Hallo. Whoa there, chum. Stop a second and introduce yourself. Me? I'm Boris Tallstaff, Ace Reporter at the Ravenwood Student Gazette. Hoppla, immer langsam, mein Bester. Bleib kurz stehen und stell dich vor. Ich bin Boris Bruchstab. Buchenstab. Spitzenreporter der Schülerzeitung in Rabenhain. I make the noise, I rattle the cages. I ask the tough questions, like, what's the deal with magic? Where did it come from? How did we learn it? Ich investigiere, ich recherchiere, ich stelle die schwierigen Fragen, so wie, was ist Magie? Woher stammt sie? Wie haben wir sie gelernt? We need to ask these questions, and if there's time, answer them. But how? Diese Fragen müssen gestellt werden und, sofern wir die Zeit dafür finden, beantwortet werden. Aber wie? Books, huh? You know, you might be onto something there, but all the best history books were stolen by ghosts looking for the order of something. Bücher, hm? Weißt du, da könnte was dran sein, aber die besten Geschichtsbücher wurden allesamt von Geistern gestohlen, die nach dem Orden des irgendwas suchen. If you happen to find any of these books, bring them back my way, kid. I'll condense them into one crackerjack article on the history of magic. Falls du zufällig auf diese Bücher stößt,
Bringen Sie zu mir, Kleiner. Ich werde Sie zu einem bombastischen Artikel über die Geschichte der Magie zusammenfassen. This quest has multiple simultaneous objectives. You can see them all by opening your quest log and pressing the arrow keys on this quest. Diese Quest hat mehrere Ziele. Du kannst sie einsehen, indem du den Questübersicht öffnest und die Pfeiltasten der Quest klickst. Benutze die um dir auszuwählen, die du zuerst erreichen möchtest. Und weiß ihn. Ja, okay. Mhm. Abkürzung zur Arena. Okay. Hallo? Well, hello there. I don't think I've seen you in the library before. I'm Harold Armstrong, Master Librarian Extraordinaire. Oh, Hallöchen. Dich habe ich ja noch nie in der Bibliothek gesehen. Ich bin Harold Argelston, oberster Bibliothekar und ein Meister meines Fachs. You say you recover this tome from an underworld tyrant who is going to give it to his dark master, Malastare? Du sagst, du hast dieses Buch einem Tyrannen der Unterwelt abgenommen, der es seinem dunklen Meister Malastare übergeben wollte? My, I do believe this is a matter for Headmaster Ambrose. You should take the tome to him at once. Sowas. Ich denke, diese Sache sollte sich lieber Schulleiter Ambrose annehmen. Du solltest das Buch sofort zu ihm bringen. But before you go, allow me to reward you for your heroics. Please accept this treasure card on behalf of the denizens of Wizard City. Aber bevor du gehst, möchte ich dich für deine Heldentaten belohnen. Bitte nimm diese goldene Goldkarte als Dank der Bewohner von Wizard City. Treasure cards are special, one use spells of various schools. You can purchase treasure cards from vendors or craft them yourself. Goldkarten wirken besondere, einmalig verwendbare Zauber aus verschiedenen Schulen. Du kannst sie bei Händlern kaufen oder selbst herstellen. Press P to open your spell deck. Treasure cards are listed under a special tab and are placed into the sideboard of your deck. Drücke P, um das Kartenspiel aufzurufen. Die Goldkarten findest du in einem eigenen Reiter. Du kannst sie der Ablage hinzufügen. During combat, right-click a regular card to discard it. Then select Draw to bring out a treasure card from your sideboard. Während eines Kampfes kannst du normale Karten per Rechtsklick abwerfen, um über den Knopf Ziehen Goldkarten aus deiner Ablage zu erhalten. Remember, unlike regular spell cards, treasure cards can only be used once. So use them wisely. Anders als gewöhnliche Zauberkarten kannst du Goldkarten nur einmal verwenden, also setze sie weise ein. Okay, also hier haben wir dann wie? Ach da, Goldkarten. Eine Fee. Alles klar. Nett. So. Gucken wir mal. In the beginning there was nothing but dragons, the dragon. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, jetzt so viel zu lesen. So. Jetzt mal kurz gucken. Golemturm. Geht Golemturm? Denke. Okay. Okay, da komme ich gar nicht lang. Verstehe. Da komme ich gar nicht lang. Den Golemturm, der ist abgeschlossen.
Wizard City, Feuerguss, Alter. Wir haben ein... Also da ist Dings, da ist das. Oh, guck mal, Black Ops Turm. Black Ops Turm kann man doch... weiß man doch, wo das ist. Hier müsste der Schulleiter sein, genau. Machen wir erstmal die weiter. So. Hey! Ambrose. Oh, good, you're back. I'm anxious to hear your update on Unicorn Way. Evil darkness summoned from the underworld? Oh my. Ah, da bist du ja wieder. Ich bin gespannt auf deinen Bericht über den Einhornweg. Eine böse Dunkelheit, die aus der Unterwelt heraufbeschworen wurde? Oh je. Rattlebones, you say? But he was banished centuries ago. How could... Oh, Malastare. Of course. But why? Klapperknochen, sagst du? Aber er wurde bereits vor Jahrhunderten verbannt. Wie konnte er... Malastare, natürlich. Aber zu welchem Zweck? Rattlebones was searching the Unicorn Way Archive for this tome. Let me see what it is. Klapperknochen hat im Archiv des Einhornwegs nach diesem Buch gesucht. Lass mich mal einen Blick drauf werfen. On the trail of the Order of the Fang. Oh, my stars. I will certainly look into this. Auf der Spur des Ordens des Reißzahns. Bei den Sternen. Der Sache muss ich unbedingt nachgehen. While I do that, you need to attend to the matter of your long delayed enrollment. Während ich damit beschäftigt bin, solltest du dich nun endlich um deine Aufnahme kümmern. If you are to truly master your magical talents, we must induct you officially into our academy. Wenn du deine magischen Talente richtig meistern willst, solltest du dich für offiziell in unserer Akademie aufnehmen. I'll send you now to Mr. Lincoln, our registrar in Ravenwood. He will introduce you to our professors and help you begin your studies. Ich schicke dich nun zu Herrn Adebar, dem Notar in Rabenhain. Er wird dich unseren Professoren vorstellen und dir dabei helfen, deine Ausbildung zu beginnen. From time to time, you'll see icons appear on the right side of your screen. These are tooltips. Click on a tooltip to open it. Ja, okay. Many people throughout the okay. If you miss a tooltip, look for it in your tooltip. Potion flasks, like the one I just gave you, can be used to replenish your health and mana without returning to a non-combat area. Muss sie nicht extra eine monsterfreie Zone aussuchen. Ja, okay. And most importantly, make sure they are completely full with a top on them. Or you cannot. Also im Grunde, ne, Trankflaschen. Alles klar. Warte mal, hier, wir hatten doch jetzt hier. Ah! Okay, Todesfalle. Ravenhome. Rabenhain. Ah, hier. Da haben wir die ganzen Professoren auch. Guten Tag. Du musst der neue Schüler sein, von dem ich bereits so viel gehört habe. Du hast dir mit der Richtung des Einhornwegs wirklich einen Namen gemacht. Ich bin Herr Adebar und werde mich um deine offizielle Einschreibung kümmern. Unterschreibe hier, setze dein Kürzel dort und klebe da eine Haarsträhne ein. Irgendwelche Allergien gegen Einhörner oder Molchaugen? Nein? Gut. Dann wäre somit, das wäre somit erledigt. Um deine Anmeldung abzuschließen, geh und sprich mit den Professoren. Welcome. I am the professor of the ice school, where we teach thaumaturges to endure like permafrost, withstanding all attacks.
Willkommen, ich bin die Professorin der Schule des Eises. Hier bringen wir Protektoren bei, so widerstandsfähig wie der ewige Frost zu sein und allen Angriffen standzuhalten. Hier in der Schule des Sturms lehren wir Zerstörer, schnell und gewaltig wie der Blitz zuzuschlagen. So besiegt man seine Gegner, bevor er überhaupt weiß, was los ist. Wir Pyromanten der Schule des Feuers ziehen es vor, die Flammen langsam zu schüren. Mit Zaubern, die Schaden über Zeit zufügen, verbrennen wir unsere Gegner zur Asche. Die Elemente zu beherrschen ist sicher beeindruckend, aber wir Heiler der Schule des Lebens streben nach Harmonie mit der Mutter Natur. Sie verleiht uns die Macht, andere zu heilen. Auch wir Hexenmeister streben nach Harmonie und Symmetrie in allen Dingen. Die Kunst der Balance ist eine einzigartige Magie aus Krokotopia, mit der wir anderen Schulen unterstützen und verstärken. Feuerbälle und Blümchen. Magie für Anfänger. Puh. Alle Zauberer können Monster für den Kampf heraufbeschwören, aber nur die besten Beschwörer wagen sich an Mythoszauber heran. Ich bin Malorn. Ich bin nicht wirklich ein Professor, der seit der letzte Professor der Schule des Todes böse wurde und die Schule zerstörte, hat niemand seinen Platz eingenommen. Aber ich kann dir zumindest die grundlegenden Zauber eines Nekromanten beibringen. Unsere Todeszauber entziehen den Gegnern seine Lebensenergie. So erhält er Schaden, während wir uns gleichzeitig heilen. Als offizieller Vertretungslehrer der Todesmagie kann ich dir die Anfänge der Nekromantie beibringen. Lass uns nur ein wenig beiseite drehen. Okay. So. Allerdings machen wir jetzt einmal den Timer pausieren. Wir sind jetzt tatsächlich bei noch 6 Stunden 57 und 30 Sekunden. Dementsprechend werden diese Restzeit auf die anderen Streams verteilt. Denn wir machen für heute Feierabend. Das war heute Wizard 101. Ein nettes kleines Spielchen, muss ich sagen. Ich sag mal so. Moment. Entschuldigung. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht. Also, es ist... hat nicht, sich nicht viel verändert zum zum anderen vorherigen. Deswegen würde ich sagen, wer sowas mag, kann sowas gerne sich dann auch dingsen. Auch gerne dann holen. Klar, ne? Ich werde die Seite, also die Webseite, auch unter diesem Stream dann verlinken. Also auf YouTube. Bei Twitch müsste ich mal gerade gucken. Wizard 101. Da. Ne, hier habt ihr einmal die Webseite zu dem Spiel. Ne? Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne schauen. Für die Leute, die im Nachhinein bei YouTube schauen, unten unterm Stream beziehungsweise unter in der Videobeschreibung wird dann die Webseite auch verlinkt sein. Das war
im Grunde das erste Spiel für die Quiz on Board Belohnung für Yumi. Sie hat sich dieses Spiel ausgesucht, unter anderem auch drei andere. Ne? Dementsprechend wird es folgendermaßen weitergehen. Morgen kommt dann Russian Fishing 4. Bin ich sehr gespannt, weil das ist ein Angelspiel. Ich weiß ja nicht. Ne? Dann kommt am Mittwoch Palia und am Donnerstag World of Warships. Das heißt, in dem Sinne, diese drei Spiele kommen noch. In diesen drei Spielen werden wir so den Rest-Counter hier jetzt dann auflösen, sage ich jetzt mal, den restlichen fast 7 Stunden. Und dementsprechend würde ich sagen, wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich werde heute mal nicht raiden. Und euch einfach mal so in den Feierabend schicken. Also, dementsprechend. Tschüss, ciao, euer Livers. Also bist du tot, ja? Ja, ich bin jetzt tot. Wird mir ganz süß geschrieben, tot. Ja, wow. Ja, bei mir ist alles supi. Kranker Scheiß, wer war das? Pancake liegt bei zwei. Der Navigation. Ich war gerade am hier, dass ich dieses Raumschiff den Fahrt entlang machen und hab den Task beendet, dreh mich um, auf einmal ist Pancake. Aber.